Hallo, meine Arena-Meisternen, Vorbereiter und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Flauschig-Gründchen hier bei War Tales. Ja, ihr sehen könnt, bin ich schon ein bisschen am Vorlaufen. Ich habe ein bisschen was herumprobiert und leider muss ich euch sagen, kann ich den Filter in War Tales derzeit nicht aktivieren. Denn War Tales, Filter und Aufnahme derzeit funktionieren nicht ganz so mehr. Früher hat es funktioniert, das wisst ihr ja, habt ihr damals noch mit Filter teilweise geguckt. Aber jetzt habe ich das Problem, dass irgendjemand da ein bisschen stark überlastet ist. Obwohl es nicht auf der CPU dann geht. Ich habe das mal geguckt, es scheint wirklich so ein bisschen von War Tales jetzt aus zu sein. Und ja, kann da jetzt nichts weiter diesbezüglich einstellen. Hat auch schon eine Probeaufnahme gemacht. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall eine Dame, die sich um die Belustigung der Truppe kümmert, also unsere liebe Bardin Hellet, die aber leider derzeit an der Trainingspuppe steht. Des Weiteren wollten wir, jetzt muss ich mir überlegen, genau, ich würde gerne mit euch den Handel und Handwerk beenden als nächstes. Und dann würde ich erstmal nach Belerion zurückkehren. Würde aber erstmal mal gucken, ob wir irgendwie vielleicht nochmal... Warum gehe ich eigentlich hier rein? Hier ist nichts mehr. Okay. Genau, nach Belerion würde ich zurück. Aber wir wollten dafür... Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Yay! Yeah. Das Gute, wenn man überall aufräumt, aber die Kinder alle ihre Sachen auf den Schreibtisch bei mir halt hinschmeißen. Und zwar meine schöne neue Liste, die ich mir angefertigt habe und die ich jetzt erstmal finden muss. Tolle Wurst. Lag doch hier. Meine schöne Liste ist weg. Nein, Kinder, was habt ihr getan? Oh. Das ist natürlich wieder. Ja. Ich habe nur noch die aufgereihte Liste, wo noch nicht alles drin steht, wo es noch nicht alles so perfekt ist. Na toll. Denn ich wollte eigentlich noch ein bisschen Handwerksmaterialien besorgen. Also wir können ja sozusagen. Ich muss mal gucken, wo ich was kaufen kann. Kann ja ein Stromkap, kann ich ja Bernstein, Wollstoff, Keramik. Oh toll, ich muss so weit laufen. Dann könnte ich im Marheim, könnte ich Gewürze, Schriftrolle und Silber. Pelze kriege ich auch nur eine. Nee, das mache ich dann offline. Das mache ich dann offline. Das ist jetzt zu viel. Wir müssen jetzt hin und her rennen, dies, das und jenes besorgen und besuchen und machen. Von daher würde ich sagen, lasst uns mal wieder Richtung. Ich will wieder gerne ein bisschen ins Meer stechen. Möchte gerne da mal wieder ein bisschen schauen. Da habe ich richtig Lust drauf. Und genau, was wir machen könnten, wäre, wir gehen mal den Weg hier lang. Da gehen wir nochmal zur Mine. Gehen wir nochmal zur Mine. Mine. Ich hatte zumindest gelesen, auch guck mal hier, wie lange ist Serrea. Die Gefährtin von Diego, der nun sein Leben mit Hackerle verbringt. Ruhe in Frieden, Rea. Erst verlor Diego seine Kinder und dann seine geliebte Rea. Ach, lange ist her, wa? Guck mal, das ist der im zweiten Monat. Wir sind jetzt Monat 19. Gut, ich bin auch eine ganze Menge, bin eine ganze Menge so durch die Gegend gelaufen. Darf man auch immer nicht vergessen, ne? Wo ich jetzt offline so ein bisschen einfach dies gemacht habe, das gemacht habe, jenes gemacht habe. Was machst du hier eigentlich? As you wish. Achso. Ja, Diego, der liebe Schwunde mit dem Berufen. Mit dem Berufen. Bergarbeiter ist wirklich eigentlich so ein reines Stärke-Ding. War das früher nicht nur Dings gewesen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch schon ewig her. Boah, ich hätte so Lust, nochmal eine neue Runde anzufangen. Oder die ganze Ding nochmal auf den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad und wirklich, dass der Gegner es nicht erkennen kann, was der Gegner macht. Das hat so einen richtigen Reiz für mich. Warum auch immer. Ich liebe diese Herausforderung.
Je schwieriger, desto besser ist es mittlerweile. Und nebenbei noch quackeln, damit man sowieso noch Fehler macht. Das passt irgendwie am besten. Ah, sehr schön. Nehmen wir das alles mit. Das war es jetzt aber auch, ne? Genau, waren nur zwei. Dann gehen wir jetzt mal kurz uns ausruhen. Und dann machen wir das jetzt wirklich mal runter Richtung... Hier brauchen wir jetzt einen Gelehrten, ne? Und dann machst du hier mal. Danke dir, Juli. Einmal dieses. So, warte mal. Dann machen wir einmal dieses. Einmal dieses. Und jetzt hatten wir ja, haben wir nicht? Nee, haben wir doch, haben wir da. So, ein bisschen bald, weil wir ja gleich aufs Meer rausgehen. Hölzer dienen. Den gebe ich jetzt einfach mal, weil wir den doch dann haben. Und ein bisschen. So, ein bisschen bezahlen müssen wir ja auch mal wieder. Und dann gibst du hier einfach noch eine schöne Aalsuppe. Und dann rasten wir. Nee, dieses Handeln und Co., das mache ich dann wirklich. Oh yeah! Unser letzten. Ich glaube, jetzt haben wir keinen mehr, der Level 12 ist, oder? Alle sind sie fertig. Alle sind sie fertig. Quinion. Oh, warte mal. Den müssten wir nochmal wirklich in der Bewegung. Der ist wirklich in der Bewegung noch beeinträchtigt. Quenio schon mal da. Hele, da bist du ja. Ja, auch Hele würde ich erstmal noch ein bisschen Bewegung setzen. Und warte mal, jetzt kann ich mir auch gleich das mal angucken. So, wie sieht's denn aus? Ihr habt ja schon... Nee, okay, stimmt, ihr habt recht. Wir haben jetzt auch noch ein paar Kämpfe gemacht. Es gibt keine Experience mehr, ne? Also es kann wahrscheinlich sein, wenn der das nächste DLC nochmal raushauen, für Hero Games, dass sie dann sagen... Was ist denn da unten? Okay. Dass sie dann sagen, jo, pass auf. Sag mal, ist das der... Warten die da auf mich? Wer ist denn das da? Achso, das sind nur die Wachen. Ja, sein können. Ihr wisst doch, wie gern ich das alles auf mich ziehe. Auch solche Dinge. So, erstmal wieder zu unserem geliebten Schiff. Wie sieht es eigentlich in seinem Inventar aus? Na gut, guck mal, wir haben trotzdem jetzt gut aufgeräumt, ne? Also... Jetzt gar nicht so viel Zeug da einfach so herumliegen. Jetzt fahren wir nach Perbast, würde ich sagen, einmal. Und nach Perbast gehen. Und danach von dort aus. Wobei ich würde erstmal gerne den Rest jetzt bekämpfen, weil der wird mich eh bald jagen. Und ich muss ja. Ich muss ja hier hin. Auf und davon, meine Freunde. Warte mal, und Diego muss erstmal wieder umgeswitcht werden auf Tüftler. So, okay. Ja, dann. Abi. Fahren wir denn gegen See? Oh, ist das schön, mal wieder auf See zu sein. Ich muss sagen, mir gefällt dieses DLC auch so mit diesen Piraten und so. Na gut, ich bin auch ein bisschen angefixt durch einen von euch. Von Shadow Gambit halt nun mal. Und da mochte ich ja auch die Story. Es war so toll gewesen. Freue mich da übrigens auch noch aufs DLC. Da gehen wir dann auch nochmal. Nachdem wir bei Ward jetzt im DLC waren, gehen wir bei Shadow Gambit wieder nochmal ins DLC rein, damit wir das auch noch weiterspielen. Und genau. Das sind so ungefähr die Planungen, wie es dann ansteht. Bevor wir dann Divinity of Sun oder irgendwie sowas war das gewesen. Da will ich dann mit euch auch nochmal rein. kommt dann aber auch noch alles. Ne, wir werden jetzt das alles ganz gemütlich angehen. Dieses Flimmern finde ich voll toll gemacht. Ich kann ihn immer noch nicht aufwerten. Aber warte mal, wir können ja mal gleich mal gucken. So. Von Bord gehen. Von Bord gehen! Nö, da habe ich jetzt echt keine Lust schon wieder. Nicht schon wieder. Ach, es ist toll. Oder wieder hier zu. Ich muss sagen, mir gefällt es einfach, wie gesagt. Aber ich bin auch sowieso jemand, wenn ich was mag, dann spiele ich das auch. Selbst, ich kann mich noch erinnern. Was ist eigentlich mit euch jetzt? Warte mal. Ihr. Euch können wir nicht leiden.
Das ist schon mal Fakt. Denn wegen euch ist Diegos Rea tot. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Step aside, mercenaries. The Irians must answer for their duplicity. Hä? Lass sie weg sein. Na, die Irianer müssen sich für ihre Doppelzüngigkeit verantworten. They lied. They dared defy the God of Light. At the time of the truce, the Irians swore they would worship the Eye. And die Rüstung ist immer noch toll. Sie haben gelogen. Sie wagten es, dem Gott des Lichts zu trotzen. Zum Zeitpunkt der Waffenruhe schworen die Irianer, sie würden das Auge verehren. Und jetzt seht sie euch an, was daraus geworden ist. These heathens have turned Valerian churches into temples. They've added their false idols alongside the Eye. They must pay for their heresy and false oaths. Diese Heiden haben belarianische Kirchen in Tempel verwandelt. Sie haben ihre falschen Götzen mit dem Auge gleichgestellt. Sie müssen für ihre Ketzerei und ihre falschen Schwüre büßen. Yep. Wir töten euch. Denn wir haben ja geschworen, all jene Anhänger wollen wir ausmerzen. Für ihren Frevel, den sie damals gegen uns hegten, nur weil wir uns kurz ausgeruht haben. Inquisitoren, oh, das ist sogar eine Schützin. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Ihr seid aber ziemlich. Oh, guck mal, da ist was Interessantes. Die drei, die kann man mit Limens machen. Dann haben wir hier noch einen Adoranten. Den könnte man das so machen. Groß kann sich den da erwehren. Warte mal. Ah, die so. Dann haben wir hier unten ja auch noch Leute, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, du bist ja als erstes dran, der Leute. Oh, dann habe ich hier den Boten. Oder die Waldvieh, die sind so richtig schön heftig aufgesplittert. Also, die kannst du ja gleich wegbapsen. Dann habe ich ja hier unten noch ein paar auf. Ah, ich brauche Dream Team, Inold und Pief. Das ist für mich Dream Team einfach, die beiden. Aber nur wirklich mittlerweile eher Kategorie, weil die wirklich im Team arbeiten und wirklich gut zusammenspielen. So, Hildchen kann hier mit dem Torus. Torus nimmt sich die, Hildchen nimmt sich die beiden. Dann haben wir hier noch ein bisschen Gustorf. Dann haben wir hier noch Helet. Juli könnte man zur Not noch hier mit hochsetzen. Akkole kann noch ein wenig mehr da drüben mit dir spielen. Wobei, warte mal. Trifft ja beide. So, wenn ich das jetzt so spiele. Durch so. Ja, 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 müssen wir mal gucken so. Das ist ja. Ja, ja, ich würde so spielen jetzt. Das ist jetzt nicht perfekt aufrangiert. Aber es geht schon. Meine Kinder drehen ein bisschen durch. Es sind Ferien. Ich musste arbeiten. Sie hatten sehr viel Zeit. Ich nicht. Mal der. Ja, müsste trotzdem passen. Pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Ich gehe mal hier ran. Gib dir den hier. Und gib euch beide den hier. Eins. Zwei. Und drei. Sehr schön. Also ich habe ich einen schon mal weggenommen. Könnte ich schon mal rauspacken. So. Aber hier ist wirklich so ein Diego-Ding. Der kann den einfach so und pluppen. Nein. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Aber okay. So, wer ist jetzt dran? Der Eiferer. Genau, das ist halt sowas, worauf ich mich freue dann im Game später. Das siehst du nicht. Du musst wirklich selber agieren. Da würde ich wahrscheinlich noch vorsichtiger spielen. Würde mich eher auf Bereiche konzentrieren, die so eine. Wow, eins. Zwei. Drei. Vier. Alter, wie weit? Guck mal, wie weit sie den runtergebobbelt hat. So. Der stirbt jetzt so. Bringt ihm nur nichts.
bringt ihm wieder nichts. Bringt ihm immer noch nichts. Der Fieber kriegt er. Und jetzt stirbt er dadurch. Finde ich gut. Aber wer ist jetzt dran? Okay, jetzt können wir nämlich hier mal ein bisschen Action reinbringen. Jetzt machen wir mal hier Action. Action! Action! Und gute Nacht. Mittlerweile muss ich sagen, also Limus ist für mich so. Den setze ich gerne ein, wenn wir Horden von Gegnern haben. Ja, dann ist der richtig nice. Ich sag mal, alles andere ist dann brauchst du ihn nicht unbedingt. Für Einzelkämpfe etc. Warte mal, könnte ich nicht damit. Aber ich kann doch jetzt auf den Boten gehen. Mit dem Boten mache ich jetzt das. Bumm. Jetzt habe ich mich noch einen Hit frei, wodurch ich dann noch mal hier drauf ballern kann. Boah, ich liebe. Ey, das ist so genial. Der Doppelhit ist sowas von genial. So, wer ist denn jetzt noch dran? Fanatiker. Der Fanatiker. Ja, im Endeffekt ist es schon gut, wenn du den damit so machst. Ja, ich weiß, wir verbrauchen wieder ein bisschen Punkte. Aber ich finde das irgendwie nicht schlimm. Bam. Jetzt haben wir die beiden damit. Alter, Daus. Alter, Daus. Ist ja irgendwie cool, wenn du die Rüstungen wirklich so tragen könntest. Das ist halt irgendwie was. Der Adorant ist dran. Ach, der da oder was? Ja, dann würde ich sagen, das bist du so ein Ding. Da kann der Lollek mal ein bisschen spielen gehen. Eins, zwei. So, und dann setzt du noch ein Schnuffelchen mit dran. Dann haben wir so wieder ein bisschen tierische Power dabei. So. Nein. Nein. Die mit ihrem Ketzergeblöbel, die werden als erstes. Ja. Warte mal, ich will mal was versuchen. Erstmal machen wir Jeli. Dann setze ich Anna-Greta. Mal gucken, ob das Dream Team hier auch ein bisschen agiert. Komm, Kritte. Yeah! Woo! I love it! Finde ich gut, dass wir sie so weggebasht haben. Das hat auf jeden Fall etwas. Nicht wundern, kurz muss ich mal Pause machen, gleich wieder da. So, dann geht's mal weiter. So, jetzt habe ich ja meinen lieben Bardi Hardy. Bardi Hardy macht jetzt erstmal den da. Und dann. Oh ja, okay, der war jetzt irgendwie nicht so. Oh, wieder keiner. Aber gut, jetzt stirbt so oder so. Also der Schuss, der klappt. Und damit macht's. 11 Wiedersehen. So, wen haben wir denn jetzt noch da? Ach genau, jetzt ist hier unten langsam. Jetzt müssen wir unten noch. Warte mal, sind noch die zwei. Warte mal, wenn ich den so einsetze, könnte ich doch machen. Fokus mit erhöhen. Zielen. Und dadurch kriege ich beide und mache halt auch noch. Und dann gehe ich hier so ein bisschen runter. Gut, ich brauche das eigentlich nicht mehr. Toll. Ja, ist jetzt so ein bisschen Spielereien. So. Du machst den. Und dann nimmst du jemanden wie Pief. Den stellst du dann hier hin. Gut, es war jetzt eigentlich dödlich, weil ich jetzt damit ein bisschen mehr Verbrauch habe, als ich wollte. Weil jetzt kriegt er zwar seine 3 Punkte, aber ja, das war jetzt wirklich Dream Team. Sie hat schön schon die Hälfte runtergelubbelt und er hat dann den Rest weggemacht. So, was haben wir denn hier noch? Kittel des Boten. Aber das ist wieder nur diese Leichte, ne? Ah.
Schwer zu verkaufen. Das hier, was haben wir da? Leckereien. Wie euch jeder Domteur versichern wird, werden Tiere und auch Menschen in erster Linie von ihren Bäuchen motiviert. Achso. Müssen wir da verkaufen. Da verkaufen, da verkaufen und mal eine Kleinigkeit zum Reparinsken. So, sehr schön. Weg ist weg. Damit haben wir uns schon mal der Inquisition hier. Wir haben mal die Inseln schon gleich befreit, bevor der Blödsinn hier aufschwellt und ich habe da gar nichts gedrückt. Wer übernimmt mich hier? So, wir wollten eigentlich nach Perbas. Nach Perbas wollten wir. Da wollten wir rein. Da wollten wir gucken. So, genau. Ich hatte mit euch ja dann noch gequatscht, wegen, dass ich ja das kenne und alles. Hier, da, das meine ich. Handelsgüter Parfüm gibt es noch, meine Freunde. Wir haben Marmor, aber wir haben auch noch Parfüm nämlich da. Und der ist es nämlich, den ich meinte. Dass ich den ja noch gucken müsste. Deswegen sage ich ja, ich wusste ja, dass ich auch ein zweites dort gesehen hatte. Hier kann ich aber nicht aufwerten, leider. Aber hat zweier Slot drin, ne? Rüstungsverstärkung verfügbar. Jetzt nimmt das Leute raus, bringt mir auch nicht viel. Aber warte mal, das ist doch dieses... Ich glaube, das Catnip ist doch dieses Ding, was ich meinte, ne? Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Mittlere Rüstung. Das ist doch jetzt das, was ich meinte. Nee, das ist doch nicht. Das ist das andere. Erinnert mich so ein bisschen an Witcher. Und das hier ist ja genau das, was ich meinte, jetzt mit diesem komischen... Hä, warte mal, das sieht auch anders aus. Nee, 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 das ist es trotzdem. Doch, das ist es, was die mal tragen. Aber gefällt mir nicht. Nu, 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 nu. Hat außerdem weniger Rüstung, hat weniger Bewegung und hat weniger Crit. Gut, ich könnte dir noch zweimal da was reinpacken. Aber insgesamt fehlt da eine ganze Menge. So, wenn man die irgendwie aufwerten könnte, noch wäre toll. So. Sehr schön. Aber 48.000. Haben jetzt da die Ware gekauft. Das ist nämlich das, was ich meinte. Das habe ich gesucht. Ja, danke dir. Ich pack's auf mein Schiff. Versprochen. Ich versuche es. So. Ich muss ein bisschen was kaufen. Wir haben nie genug Essen. Niemals. Und dann noch ein paar Zitronen. Der See ist auch frische. Da hat sowas echt Lust, richtig schön hinzufahren im Warmen. Oh, das wäre toll. Hm, nicht diese komische Kälte. Weiß manch einer mag das. Ich bin partout kein Fan davon. Ich mag es warm und kuschelig. So, wir haben jetzt das Salit. Sollten wir trotzdem vielleicht mal gucken, ob wir... ich muss ein bisschen weg, übrigens, habe ich gesehen. Wenn du nicht auf dem Meer bist, ist mir das letzte Mal aufgefallen. Aber jetzt kann ich das nämlich nutzen. Sonst hatte ich immer das Problem, dass ich da nicht hier darauf zugreifen konnte. So, was haben wir denn? Das packen wir rein. Nee, das packen wir in einer Gänze bitte rein. Dann packen wir das rein, 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 das rein. Das kannst du auch erstmal reinpacken, 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 reinpacken. Reinpacken. Hier, das kannst du jetzt auch mal alles so reinlegen. Aber müsste ich mal was anderes noch machen? Wir müssen zurück, wir müssen zurück. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen ganz wichtigen Fehler. Und zurück. Wir müssen, ich wollte das mit den Handelsdingern machen. Ich will hier den Handelsposten errichten. Das war jetzt gerade wichtig. Ah, ich habe mein Kopf, dürfte ich vergessen, ich war heute schon wieder seit um 5 Uhr wach. Die Aufnahme mache ich gerade um 22 Uhr am Vortag. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich einfach Bock habe. Und genau, deswegen ja, bin ich aber dennoch müde. So, wir gehen noch mal per Bus. Quatschen da mal mit denen. Und wie es scheint, darf ich gleich noch mal eine kurze Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Du. Klappe Action, die dritte. Ja, mit Kindern ist ja normal, ne? Das kennt er ja. Handelsposten von Beleriand.
Müsste hier nicht auch jemand stehen, der das haben möchte? Ich wollte hier was bauen. Verdammt. Where would you like to go? Verdammt. Ich dachte jetzt, egal, okay, gut. Nee, er macht da nicht von hier aus. Der muss ja doch zurück. Dann muss ich ja doch zurück. Jetzt muss ich kurz überlegen, macht das Sinn, zurückzukehren? Nee, dann mache ich das in der nächsten Folge. Sagt er immer. Und dann macht das nicht. Nee, ich glaube, wir machen es trotzdem lieber in der nächsten Folge. Denn ich würde dann lieber jetzt gerne mit euch gucken, wegen dem, na, wie sagt man so schnell, hier wegen dem, wegen den Ruinen da hinten. Da würde ich mit euch gerne mal kurz hingehen. Wir gehen noch nicht rein, ich will nur erkunden. Schnuffelchen und Mr. Bärschi. Oh, süß. Gut, das hier brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, weil hat sich erstmalig. Oh. Haha, meine alte Mutter hat immer gesagt, dass Söldner sich niemals satt essen können. Wenn sie nur das gestrige Mahl gesehen hätte, ein Festmahl, wie es eines Maklers würdig ist. Eine Beziehung zu nahestehen erhält den Status laut. Da einer verbraucht, wobei ich das hier besser finde. Schnuffel hackert im Pony rennt Gustav und Pony. Aber nicht mit Lollek. Du bist so gemein. Ich setze dich doch schon besser ein. Was soll ich denn noch machen? Und der Bär kann auch nichts dafür. Jetzt gib mir doch eine Chance. Und ich schon wieder irgendwelche Banditen oder Piratendinger. Aber er ist nun schon alle weggeplattet. So. Ab auf. Interessant, dass die mehr. Das, was ich witzig finde, ist, dass die nicht. Ja, genau. Wir machen mal jetzt so. La 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 la. Und los geht's. Wir müssen dahin. Hier waren wir ja schon gewesen, ne? Genau. Das ist ja die Insel des Ritters. Oder des einsamen Ritters. Irgendwie sowas. Wer ist das? Achso. Der Kopfson! Die Wochen! Was ich immer so mag bei solchen Spielen, ist einfach so Karten entdecken, ne? Also, wenn noch alles zu ist, du alles noch aufdecken musst, noch alles erkunden musst, das habe ich ja damals bei Fallout 4 auch so geliebt. Das war herrlich. Oder alles aufdecken musstest, dich erstmal damit informieren musstest. So was ist irgendwie cool. Hier ist ein Hafen. Achso, jetzt könnten wir dann noch weiterfahren, wo wir noch mehr Fisch sammeln. Was ist das hier? Lasst uns mal hier rangehen. Da ist eine Bursch. Ist das meine Bursch? Von Bord gehen. Gut, Halios. Sag mir bloß, du hast hier... Ah, nee, warte mal. Guck mal, das ist noch vom Land. Dings dran, ne? Sehr geil. Boah, der ist ja richtig cool gelegt. Okay. Das hat jetzt was. Hat eine Apothekerstube? Hatte da noch was drin? In the name of the eye, please tell me you're seriously injured. I can feel my skills withering away from only treating warts and indigestion. Im Namen des Auges, bitte sag mir, dass ihr wenigstens schwer verletzt seid. Ich spüre förmlich, wie meine Fähigkeiten nachlassen, wenn ich nichts als Warz- und Verdauungsstörung behandle. Es tut mir leid. Tschüss. Nein! Oh, guck mal hier. Was ist hier los? Was ist das? Untersuchen? Der heilige Jiro führt die Menschen zum Licht. Mhm. Die Wahrzeichen von Jiro Reich. Von Jiros Reich, bevor es zum Königreich Edoran wurde. Aber da ist noch irgendwas. Beleriand und Halios macht sich auf, um die Geister des Archipels zu bekämpfen. In diesem Kompendium dreht sich alles um den Stammbaum der Familie Halios.
Sie brachte Kaiser und Helden hervor und einen gewissen Beleriand. Okay, Megos. My master hopes that if he can rekindle the Five Kingdoms' interest in Beleriand Halios, his family will regain some of its prestige. Okay, nee, das bringe ich. Mein Meister hofft, er kann das Ansehen seiner Familie wiederherstellen, wenn er in den fünf Königreichen neue Interesse an Beleriand Halios weckt. My husband's obsession with his ancestor Beleriand is getting downright ridiculous. I be praised, he hasn't found any sailor stupid enough to travel with him. Oh, wir sind verrückt genug, auch wenn ich eigentlich nicht für die Augen bin. Die Besessenheit meines Gatten mit seinen Vorfahren Beleriand nimmt langsam wirklich überhand. Dem Auge sei Dank, dass er keine Seeleute gefunden hat, die dumm genug waren, bei ihm anzuheuern. The archipelago's inhabitants refuse to go anywhere near Ferreth Island. Hector should follow their example and give up. Eine geheime Insel, eine böse Insel. Oh, Abenteuerlust ist geweckt. Die Bewohner des Archipels weigern sich standhaft, sich der Insel Ferrat auch nur zu nähern. Hector sollte ihrem Beispiel folgen und seinen verrückten Plan aufgeben. Nein, da wollen wir hin. The people of Beleriand are nothing but gullible cowards. Beleriands and Irias alike. They're not real sailors, just gutless little babies. Ich also. Die Leute in Beleriand sind nichts weiter als leichtgläubige Feiglinge. Die Beleriander, genau wie die Irianer. Das sind keine Seeleute, das sind Memmen. I'm offering a reward that would make any broker council turn green with envy to any captain who can get me to Ferreth Island. But because it's quote unquote cursed, no sailor around here will go anywhere near it. Für den Kapitän, der mich zur Insel Ferrat bringen kann, setze ich eine Belohnung aus, die den Rat der Makler von Neid erblassen lassen wird. Aber weil sie angeblich verflucht sein soll, wagt sich kein Seemann hier auch nur in ihre Nähe. Gut, da ich nicht von hier bin und auch eigentlich wirklich kein Seemann bin, kann ich dich dahin bringen. Aber wehe, dass Belohnung, vor dem der Rat der Makler von Neid erblassen kann, ist dann wahrscheinlich wieder irgendeine Brosche oder sowas. Also die Sprüche müssten sie dann aber schon austauschen, dass es Sinn macht. But you, you, I knew you'd take me aboard. Tough blokes like yourselves aren't the type to believe those old wives' tales. Thanks to you, we're going to finally learn the truth about Beleriand Halios. Aber ihr, ihr, ich wusste, dass ihr mich an Bord nehmen würdet. Harte Kerle wie ihr glauben wir schließlich nicht an solche Ammenmärchen. Und Damen bitte, ja. Also mit Hildchen will man sich nicht anlegen und Inot, wenn die da ihren Speer schmeißt, da kriegt selbst Lolleck Angst, ja. Also sag mal nicht nur die Kerle, okay? Dank euch werden wir endlich die Wahrheit über Beleriand Halios erfahren. Na komm mit. Ah. The moment I saw you, I knew you were made of sterner stuff. Let's set sail right away, braving the seas and exploring the dark and mysterious Ferreth Island. Ah, also jetzt, ich euch sah, wusste ich gleich, ihr seid aus härterem Holz geschnitzt. Haha, lasst uns gleich in See stechen. Trotzen wir den Meeren, erkunden die dunkle, geheimnisumwobene Insel Ferrat. What sort of shape's your boat in, though? Not that I'm afraid or anything. It's just that the seas here are teeming with pirates and reefs. You might want to upgrade your boat before setting out for Ferreth. Ist euer Boot überhaupt seetauglich? Nicht, dass ich Angst hätte. Es ist nur so, dass in den Gewässern hier nur so von Piraten und Riffen wimmelt. Vielleicht solltet ihr euer Schiff aufwerten, bevor ihr nach Ferreth aufbricht. Fordert die Aufwertung arkadische Stahlramme. Du bist ja ein Feigling. Schön, dass der aber eine Population von 61 hat. Das ist schon heftig, wa? Ist es schon heftig? Warte mal. Arkadische Stahlramme? Na toll, ich brauch das hier dann, oder was? Oh. Und denkst du, hast du eine Quest gefunden und dann sowas. Okay, dann ziehen wir mal weiter. Dann ziehen wir mal weiter. Lalalala. Hey, lass mich mal mit Piraten. Keine Piraten, bitte. Aber das ist jetzt hier nicht alles. Das ist eine Insel jetzt hier, oder?
Weil ich jetzt nicht nochmal Lust habe, wieder von der Landzunge hier irgendwas abzukriegen, von der Insel da, von dem Hauptland da. Also wirklich so einzelne Inseln erkunden, das würde mir schon reichen. Wer bist du? Ach, ein Händler. Händler sind okay. Da haben wir nochmal ein paar Diebhalmbetrieben. Hier diese grauen Klumpen, wa? Guck erstmal hier um die Insel, was wir hier so haben. Die Banditen. Ja stimmt, wir hatten ja nochmal mal wieder ein paar Quests jetzt angenommen, dass wir auch mal ein bisschen. Ach guck mal, hier ist dieses Piratennest. Wow, das ist aber ein Riesenkugel. Welche irgendwie noch rüber. Deckt sich das gerade irgendwie. Hallo, 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 hallo. Wow. Okay, lassen wir das mal. Das bringt gerade gar nichts. Warum kommen wir hier nicht weiter? Der kann hier nicht weiter entdecken, ist mir gerade aufgefallen. Hab das gesehen, wir kommen hier nicht durch. Wow. Irgendwie, ja, okay. Gut, da ist Cut, sagt er. Dann müssen wir doch nochmal rumfahren. Und, ich glaube, mein Schiff ist jetzt aber nicht kaputt, oder? Ah, minimal angeschlagen. Okay, müssen wir mal wieder reparieren. Da brauchen wir mal noch Material. Ich wollte mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Das ist schon interessant, so durch die ganzen Stürme und alles durchzusegeln hier. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Wenn sie das jetzt wirklich so machen, dann ist es für mich so ein bisschen so, warum? Also wenn sie jetzt hier nicht die Möglichkeit haben, dass ich da lang fahren kann. Oh, guck mal, da ist eine. Da ist ja was. Anlegen! Hier geht's nicht weiter. Oh, das passt sogar gerade. Das passt sogar. Dann lasst uns hier doch einfach gleich rasten und ruhen. Ich mal jetzt mich ein bisschen auf die Dinger vorbereiten. Habe ich jetzt eigentlich so wenig Nahrung? Also, dass er so wenig Nahrung benötigt, das wundert mich gerade. Ach egal, machen wir einfach. Ich habe jetzt aber niemanden verloren, oder? Das ist auch wieder so ein Ding hier. Ja, stimmt, ich habe jetzt gar nicht. Was ich mit Queen ja mache. Oh! Oh! Diego ist auch fertig. Diego liegt in der Westmeer. So, Diego setzt sich auch noch dazu. So, von Bord gehen. Dann lasst uns mal diese Insel erkunden. Guck mal, da ist noch was. Jetzt greifen mich Banditen hier an. Ihr wollt mich jetzt doch eher rollen, oder? Also das ist ja der, das wird jetzt hier eher eine Belustigungsnummer als irgendwas anderes. Das ist euch schon klar, oder? Also, hallo? Also, Limens, du bist da schon mal verkehrt. Limens ist da verkehrt. Limens kann, guck mal, Limens kann hier rein. Ich glaube, das ist die sinnvollste Position. Ne? Du hast noch hier den dann da. Hier könnten wir Helet einsetzen mit Bart. Jetzt können wir noch das ein. Moment mal, bin gleich wieder da. Heute ist die Folge der Pausen. Aber ihr wisst ja Bescheid. So, warte mal. Also Limens, du kannst ja dann da reinrennen und du kannst dir dann die hier nehmen. Na, genau. Die rupst du mehr als schnell weg. Jetzt habe ich ja das Problem mit dem Übeltäter.
Der macht ja auch noch Gift. Dann würde ich dir das geben mit Juli. Oh, warte mal. Venia, du kannst die beiden hier wegboxen. Elet kann sich dann hier so ein bisschen. Bart zuerst. Gustav kann sich mit dem hier so ein bisschen mal prügeln. Boris ist jetzt in der Position eher falsch. Dann kannst du hin. Bildchen macht sich mit dem. Ego geht nach außen zu dem. Inhold ist in der besten Position, aber immer nur mit PF. Guck ich dich mal hier hin. Es wird jetzt nicht so schwer werden. Im Endeffekt, die stehen eigentlich alle nur ganz schön anstrengend gerade. Hackerle kann sich dann mit dem da kümmern. Dann passt das auch. Erstes bist du dran, ja. Sagen, das ist halt Hildchens Aufgabe. Ja gut, die sind nur Stufe 12. So. Die sind nur Stufe 12, Stufe 12, Stufe 12. So, wen hast du denn jetzt dran? Jetzt ist der Übeltäter dran. Ja, genau, den hatten wir ja gesagt, den können wir schön mit Juli attackieren. Dafür gibt es einen schönen Dieb drauf, dass er erstmal nicht rennt. Und dann kannst du erstmal so passieren. 1, 2. So, wer ist jetzt danach? Der Bilder war. Okay. Dann machen wir das Ganze einfach so. Ey, der Ausmann, was machst du für einen Schaden mit dem Ding? Ja, nö, ist okay. Ja, das ist jetzt leider nicht so ein Kampf, wo ich sagen würde, okay, wow, das ist jetzt richtig heftig, weil wir hier, ihr seht es ja selbst, das sind Stufe 12er, also die sind jetzt für uns nicht gerade... Ja, okay, da brauche ich nichts weiter machen, der ist auch so tot. Joa! So geht das auch. Ganöfle. Ah ja, guck mal hier. Da haben wir wieder unseren schönen Quenior. Der könnte sich mal hier so ein bisschen reinstellen. Oh ja. Müsste doch aber jetzt passen für euch beide, oder? Oh ja. Können wir euch beide nicht ein bisschen... Ich glaube, ich hätte es mir auch sparen können. Aber egal. Wir haben es trotzdem gemacht. Oh, die haben wir noch nicht vergessen. Die geben mir auch Geld, ne? Also, ist ja auch nicht... Ach so, nee, nee, ja, 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 ja. Gerade überlegt, was habe ich mir denn dabei gedacht? Aber ist ja völlig klar. Das kann nur... Queen, Limens machen. Limens. 1. 2. Und it's it vorbei. So, warte mal, habe ich noch ein bisschen Platz für den da? Guck mal, ich habe noch Platz für den da. So, jetzt hat auch noch mal ein bisschen Blutvergießen drauf. Fertig ist er. Der Verbrecher, warte mal, das hatten wir gesagt. Das könnte man dann ganz gechillt so machen. Ziehst du einmal schön fett da durch. Lamp. Oh ja, guck mal dir einer an. Machst den. Nochmal so eine kleine Restentwurf. Nee, meine Damen und Herren. Ihr habt euch mich ausgesucht hier. Nicht andersherum, ja? Das wollen wir mal gleich faktum klarstellen. Ich habe jetzt nicht gesagt, komm, wir kämpfen gegeneinander. Nein. Ich sagte, ich lasse euch jetzt in Ruhe und alles ist schick, aber nein. Ihr sagt, nö, wir müssen kämpfen. Und das habt ihr jetzt davon. Aber sowas von. Oh, mein hübscher Gustav. Gustav. Walte, du eines Ordentes. 1, 2, 3. Gut, warum haust du viermal zu?
Okay. So, mal gucken, ob das auch reicht. Ja, müsste. Ja, okay. Wie das müsste. Und wie das müsste. Ich habe noch Inolti, aber Inolti kommt an den letzten leider nicht so ran, sonst hätte ich sie gern da eingesetzt. Dann müssen wir wohl mit Hele daran gehen. So, au, oh, guck dich mal an. Selbst Hele ist für sie so. Was haben wir denn da? Oh, schön, es gibt ein bisschen Geld, Geld. Dann haben wir nochmal 50, dann haben wir hier nochmal ein bisschen was, das. Einmal alles reparieren, wunderbar. Und weiter geht's. Wir erkunden mal die Insel. Nämlich gerade, also, Schatzinsel, erinnert mich das gerade so ein bisschen. Die, ich hab's mal eine andere Verfilmung, so ein bisschen erwachsenere, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob es die Schatzinsel hieß oder nicht. Haben sie dann so vergiftetes Wasser und so. Oder nee, die Piratenbraut, oder was das? Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Irgendwie eins von den beiden. Und das erinnert mich so daran ein bisschen. Ich weiß noch, das erste Mal alleine im Kino damals. Aber auch nur, weil meine ja, sogenannten Erziehungsberechtigten nicht so viel Zeit hatten. Das war damals für Titan AE. Soll ich unbedingt gucken. Der Film war, glaube ich, irgendwie nicht so erfolgreich, obwohl ich ihn sehr schön fand. Titan AE war auch eine sehr cool gemachte Sache. War aber halt leider nicht erfolgreich. Das jetzt hier doch mal. Oh, guck mal, wir haben hier ein paar Piratenbastionen. Das wäre was für die nächste Folge. Die nächste Folge ist ganz im Sinne des wir löschen Piraten aus. Wollen wir noch einen Fight machen oder? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge ganz gemütlich. Ich soll mal kämpfen. Okay, gut. Die haben mich schon 30 Kilometer Entfernung gesehen. Ja, klar, zahle ich den 2000. Ja. Ich nehme eher ihre 2000 mit, Mann. Ha. Ich bin heute ein bisschen rauflustig. Heute ist ein bisschen rauflustig. Müdigkeit und so. Da kommt dann ein bisschen Rauflust zu Tage. Nee, hier steht doof. Aber ganz gewaltig doof steht er. Aber hättet ihr euch nicht besser hinstellen können? Muss ich hier wieder gucken, wie ich das ganze Ding hier hinhegel. So, warte mal. Als allererstes. Das hier ist Hildchen. Dann habe ich gerade gesehen. Hier steht eigentlich ganz gut dafür. Limens, du kannst dich eigentlich um die drei hier kümmern. Hier stehen auch wieder mal sehr ultimativ gut. Ego kann nach außen gehen. Gut, das wäre auch mal eine interessante Sache. Aber ein bisschen mit Risiko spielen da unten. Schön mit ihnen holt. Bam, bam, bam. Wäre eigentlich was, ne? Ego, Acker. Ja, doch. Das müsste passen. Ich packe ich so mit hin. Hörtchen. Dann habe ich hier draußen mein Wilderer. Den mache ich mit Mr. Bärschi und Anna Greta zur Not. Dann habe ich noch Becker, Bardi. So, wer ist zuerst dran? Ne? Genau. Komm, wir versuchen es mal so einfach. Und das Schöne ist, die haben einfach nicht mehr viel Schutz, die Leute. Ein bisschen was du an Gift kassierst, ist es gar nicht mehr. Genau, guck mal, dann gehst du hier hinten ran, dann kannst du den nochmal ein bisschen verschlimmern. Machst du den hier? Und wen haben wir jetzt? Der Wilderer-Anzug. Welcher denn? Ach, der. Na, da können wir ja wirklich nur einfach mit Diego. Warte mal, der ist doch gleich schon wieder tot, wenn ich das mache. Ja, ja. Sag mal nichts. Ba, 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 ba.
Okay, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Holla, die Waldfee ist der übel. Holla, die Waldfee ist der übel. Guck mal, da sind zwei Tote auf jeden Fall. Wow. Also das einzige Nachteil ist, dass er sich natürlich zweimal Gift einhandelt, aber Hi! Okay, aber sie sind ja wirklich auch nichts mehr wert. Nächstes ist der Ganove daran. Na komm, da hauen wir mal Helat kurz ran. Ich habe sogar noch einen Punkt. Hier, komm. Boom! Heißt eigentlich tapfer. Zusätzlicher Schaden. Okay. Ja, guck mal, der hat der Tuten und das andere noch drauf. Ja, guck mal, der ist auf jeden Fall tot ein. Hä? Macht sie das nicht mehr währenddessen? Na egal. Wilderer. Dieser Wilderer ist dran. Ja genau, das wollten wir jetzt so lösen. Letztes Mal Mr. Bershi und falls noch was ist, haben wir noch mal back up mit Anna Greta. Oh, okay. Gut, dann nicht. Oh, ist sowas? Der Ganove ist noch dran, wa? Ich machen wir jetzt aber so. Okay, bleibt nicht mehr viel übrig. Jojo, dann ist das so. Nein. Achso, wir rennen auf einen zu, wollen unbedingt dir wehtun und dann, im Sinne, wenn es ist alles vorbei, oh nein, bitte nicht töten, wir wollten euch ja auch nicht alles nehmen unbedingt, vielleicht doch. Aber tötet uns bitte nicht. Immer wieder. Zäh. Niemals. Niemals, 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 niemals. Hallöchen. Guck mal hier. Bam, bam, bam. Hallo. Du bist auch ein ganz schön brutaler. Muss ich ja mal so heißen. Hehe. Müssen wir ja auch mal wieder zum Zug kommen lassen. Ja. Hupenbeißen. Lup. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Und jetzt haben wir noch Anna Greta. Ist voll cool. Wenn man so. Ja gut, hat jetzt natürlich nicht geklappt wegen der Rüstung. Ich glaube, mir ist aufgefallen, wenn die die Rüstung drin haben, dann ist es immer so ein bisschen schwieriger. Weil die Rüstung runter ist, geht das eigentlich. So, auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir die auch nochmal beseitigt. Dann haben wir ein paar Banditen gemacht. Hat jetzt auch mal ein bisschen Geld. Katar des Banditen. Opportunische Salve. Fügt dem Ziel zu und zwingt es zu kämpfen. Angriff bewirkt ein Gift. Naja, gut. 65. Haben wir ein bisschen Fokus des Banditen. Den Dietrich, den wir schon lange nicht mehr genutzt haben. Und komm, wir nehmen das Blaue da noch mit. Ich glaube, dann reicht das auch für heute. Da haben wir schon einiges gemacht. In der nächsten Folge, wie gesagt, auf jeden Fall machen wir hier Lager der Piraten. Dann machen wir Banditenunterschlumpf und Unterschlupf. Und dann machen wir noch die Wehrenbande und so. Dass wir hier ein bisschen was auf jeden Fall erledigen. Und dann, dass wir dann demnächst auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Ich will mal gucken, wo meine Liste wieder hin ist. Hin da! Wisst ihr, hat man extra schon einen eigenen Schreibtisch. Nur einen ganz kleinen Schreibtisch im Wohnzimmer. Mehr ist so eigentlich gar nicht so meins, was ich eigentlich noch besitze, außer mein Auto jetzt noch, aber das ist ja eh für alle. Und dennoch, selbst da, gehen sie da dran. Wahrscheinlich hat meine Prinzessin das wieder genommen und irgendein Bild drauf gemalt. Dann kann ich ja nicht mehr böse sein, weil es ein süßes Bild ist und dann ist wieder, nee. Okay, aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir die beiden Lager auf jeden Fall erstmal. Das ist so der Plan. Und dann will ich ja mit euch hier unbedingt noch hin, dass wir das Grab einmal suchen. Vielleicht noch die besiegen. Dann haben wir drei Quests mal wieder gemacht, die wir dann auch abgeben können. Und dann gucke ich mal, dass wir vielleicht das in der nächsten oder übernächsten Folge hier zurückgehen, nochmal dieses Handel und Handwerk beenden, das, was wir eigentlich machen wollten.
um da dann auch ein bisschen voranzukommen und das fertig zu machen. Und dann müssen wir auch bald mal das ganz schwierige Ding. Ich drücke mich schon ein bisschen davon, weil ich schon ein bisschen was gehört habe mit diesem Pendel nachher. Ja, das ist dann auch wieder so eine kleine spaßige Sache. Da muss ich gucken, ob ich das alleine schaffe oder ob wir uns dann doch da mal ein bisschen Hilfe suchen. Denn das kann doch ganz schön zeitraubend sein. Zeit, die ich meistens nicht besitze. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.